Je kühler es draußen wird, umso häufiger ziehen Menschen einen Schal an. Die meisten schlingen ihn sich irgendwie um den Hals. Aber ist da eigentlich mehr möglich? Ich persönlich besitze unzählige Schals und Halstücher und ich frage mich, ob ich sie nicht irgendwie interessanter tragen kann, als nur ein paar Mal um den Kopf gewickelt. Ich habe in Potsdam eine Expertin gefunden, die mir da weiterhelfen kann. Katrin Seifert vom Kimagis Studio bietet Imageberatung an. Dazu zählen auch Kurse im Binden von Schals. Also Frau Seifert, das sind die Schals, die ich mitgebracht habe. Und was können Sie mir zum Einstieg zeigen? Wenn wir so einen in der Art haben, kann ich Ihnen den Weberknoten empfehlen. Der Weberknoten geht so. Man faltet den Schal zur Hälfte und legt ihn um den Hals. Ein Ende des Schals steckt man von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Das andere Ende führt man dann von vorne nach hinten durch die Schlaufe. Etwas zurechtziehen und fertig. Ja, das war doch gar nicht mal so schwer und ich finde, es sieht sehr interessant aus. Finde ich auch. Steht Ihnen sehr gut, sollten Sie öfters machen. Was können Sie mir denn noch zeigen? Ja, ich zeige Ihnen jetzt am besten den verspielten Krawattenknoten. Sie nehmen Ring, ich habe in dem Fall jetzt hier mal so einen schmalen Tuchring, ziehen den nach oben und nehmen jetzt ein Ende, was eben auch so ein bisschen schön nach außen aussieht, stecken es hinten durch und Sie nehmen dann beide Enden und verstecken die da, wo Sie es verstecken können. Zack, haben Sie einen Krawattenknoten. Okay, super. Mich hat das Knotenfieber gepackt. Jetzt will ich etwas Kompliziertes lernen. Frau Seifert, zeigen Sie mir doch mal einen anspruchsvollen Knoten. Ja, dann nehmen wir die Edelschlange. Sie haben einen langen Schal, nehmen ungefähr ein Drittel davon mit einer Hand sozusagen weg. Okay. Nehmen eine Kette, nehmen wir am besten die, öffnen die, fassen die fest und lassen jetzt die Kette bis zum Ende um diesen Schal schwingen und um den Hals legen, gleich lang. Dann kommen die um den Hals rum, die langen Enden, und werden nochmal verknotet und etwas versteckt. Aber die ganze Sache wird dann so gerichtet, wie Sie es haben wollen, also dass die Kette schön zu sehen ist. Also ich finde, durch die Kette sieht das sofort viel schicker aus. Ja. Die macht schon sehr viel aus. Man kann alle möglichen Ketten nehmen. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Nach 2 Stunden habe ich insgesamt 10 Techniken drauf. Das reicht fürs Erste. Also ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, wie man einen schlichten Schal mit ein paar einfachen Tricks aufpeppen kann. Der hier, finde ich, ist ein echter Blickfang und dafür lohnt es sich, morgens beim Spiegel ein paar extra Minuten Zeit zu nehmen.